Hallo Freunde des Landwirtschaftssimulators. Ich bin heute hier auf der Hagenstedt. Hagenstedt? Hagenstedt? Heißt es Hagenstedt? Mensch, ich kenne die. Bjornholm heißt sie, nicht Hagenstedt. Mensch, jetzt war ich schon wieder im 13er. Ja, ich habe hier ein paar Maschinen stehen. Eine wilde Auswahl, so wie es ausschaut. Nee, und zwar, ich habe vor, dass ich euch einfach mal die jeweiligen Teile des Feldarbeitsaufträge Mod von BM Modding zeigt. Ich habe mir gestern schon mal kurz vorgestellt, was man da so machen kann mit dem Düngen. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, ich gehe hier mal auf die na, wie heißt sie jetzt wieder? Die Karte. Bjornholm, oder? War es Bjornholm? Mensch. Ja, Bjornholm, jetzt habe ich es richtig. Etwas verpeilt gerade. Gut, ne, genau, also ich werde euch die jeweiligen Teile des, ja, dieses Mods mal zeigen, was ihr dazu machen müsst. Das werden jetzt immer, ja, so fast Let's Play-ähnliche Formen sein, aber eben dann nur 5, 6 Folgen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie auf einmal hochlade. Ich denke eher Tag für Tag. Und wird dann im Laufe des Nachmittags immer kommen. Und ja, das Ganze werden wir jetzt hier mal starten. Ich mache jetzt hier mal Steuerung und M und gehe dann gleich mal auf den ersten Auftrag. Sag hier grubbern, neuen Auftrag. Hier Bauer Sascha bietet Ihnen folgenden Auftrag an. Grubbern Sie Feld 21. Dafür kriegen wir 3.900 Euro. Und es sind 1,17 Hektar zu grubbern. Das nehmen wir mal an. Nehmen hier unseren Glas und hängen mal schnell den Grubber an. So, und dann brauche ich nur noch 11. Feld 21 war. Ah, da hinten. Ja, das ist super. Also ich werde es, je nachdem, wie groß dann die Aufträge jeweils sind, muss ich mal schauen, wie ich es zeitlich hinkriege. Vielleicht können wir auch in einer Folge mal zwei Sachen machen, dann wird halt die Folge etwas länger. Aber dementsprechend werde ich sie dann auch reinstellen und auch dazu schreiben, was gemacht wurde in der Folge. Und ja, dass ihr einen Eindruck kriegt, was der Mod so kann oder wie er funktioniert. Wie gesagt, wie auch in der Mod-Vorstellung schon gesagt, ist es so, dass die Geschichte aktuell nur auf den Standardkarten läuft. Auf Mod-Maps bis dato noch nicht. Wie gesagt, das ist jetzt der Punkt eben noch, sobald die Modder da weiterkommen, wird es dann auch andere Karten geben, wo das Ganze funktioniert. So, wir klappen hier mal auf. Und ja, ich werde jetzt in dem Fall auch die Arbeiten selber machen, also nicht per Helfer. Weil ich denke jetzt, so wie gesagt, ist eher so Let's Play-mäßig. Aber was ich machen werde, ist meine Lieblingshelfer dazu nehmen. Und zwar den GPS-Mod. Machen wir hier noch einen Ticken kleiner. Genau, und den Versatz nehmen wir noch raus. Dann machen wir das mal aus hier. Das V und los geht's. Ja, wie gesagt, also es gibt jetzt in dem Fall bei dem Mod verschiedene Varianten, was wir alles machen können. Eben wie hier das Grubbern. Dann kann man auch noch nicht spezifisch das Ganze auswählen, sondern eben per Zufall dann sagen, okay, ich möchte jetzt einfach irgendwas machen, was er mir jetzt gerade vorschlägt, und dementsprechend dann eben die Aufträge hier abarbeiten. So. Da hätte man lieber Feld 26 hier grubbern sollen. Schaut schlimmer aus. So, jetzt. Ne, gar nicht so richtig. Ändern wir den mal schnell rüber hier.
Dann machen wir diese Bahn. Ja, genau. Also oben in der Mitte seht ihr jetzt auch eben wieder den Fortschritt von der Arbeit, wie weit wir schon sind. Jetzt haben wir gerade 25% vom Feld schon gegrubbert. Ich habe jetzt einfach gleich etwas größere Maschinen genommen, dass man da jetzt nicht 5 Stunden dann an einem Feld mit 3 Meter Gruber arbeiten. Dementsprechend das Ganze eben zügig zeigen kann. Und so. Ausschalten. Also ihr habt ein bisschen Toleranz in dem, was wie sauber ihr arbeitet. Wohl nicht allzu viel. Wie ich beim Dreschen eben in meinem Versuch festgestellt habe, wo ich Drive Control mit Fruchtzerstörung drin hatte. Sobald ihr das drin habt beim Dreschen, werdet ihr keine 100% mehr zusammenbekommen. Das ist leider aktuell noch etwas schade, die Geschichte. Aber ich denke, dass es da auch einen Fix dafür gibt, irgendwann von BM Modding. Und dann sollte das auch funktionieren. So, dann denke ich die 2 Bahnen noch rauf und runter. Und dann sollten wir ziemlich, ziemlich gut dabei sein, dass der Auftrag abgeschlossen ist. Und dann werden wir in der Folge eventuell gleich noch einen weiteren machen. Ja, es gibt eben dann auch die Häckselgeschichte, habe ich mir selber auch noch nicht angeschaut. Also es ist jetzt, ich habe mir das Düngen mal angeschaut, ich habe mir die Sache mit dem Dreschen angeschaut, aber das mit den Häckseln habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Da müsste es dann wohl so der Fall sein, dass man auch das Gehäckselte in ein bestimmtes Silo bringen muss. Bin ich noch gespannt drauf. Das wird dann wohl der Abschluss der Videoserie sein, wo ich dann eben das Häckseln mal ausprobieren werde. So, jetzt haben wir hier 90%. Ja, müssen wir den letzten Streifen sogar noch mitnehmen. Und jetzt nehme ich mal schnell noch Ruhe. Falsche Taste. Die Taste brauche ich. Jetzt nehme ich hier unten das Eck mal noch mit. Nicht, dass das dann zum Schluss uns fehlt. Letzte Bahn noch. Genau, da haben wir eh schon 96%. 97. Genau, und dann haben wir auch gleich unseren Auftrag geschafft. Hoffentlich zumindest. Ne? Muss ich jetzt echt. Nee, passt, genau. 3.900 € haben wir dafür gekriegt. 1,17 Hektar gegrubbert. So, dann gehen wir hier gleich auf den nächsten Auftrag. Wobei. Ne, ich mache es anders. Ich mache die Folgen kürzer. Ich teile sie wirklich in die jeweiligen Aufgaben auf. Ja, somit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und euch interessiert das Ganze, eben dann morgen die nächste Geschichte mit dem Pflügen. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.